Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Lava-Video. Und zwar geht es einfach mal darum, ja, wie steht denn das jetzt hier mit meiner Olympus und hier auch mit meinem Objektiv zu den anderen, ja, Mitkonkurrenten, sprich Sony, Canon und Nikon. Und zwar wollte ich einfach mal checken, wie gut ist Olympus aufgestellt. Und zwar geht es jetzt hauptsächlich hier um die Olympus EM1X, weil die habe ich auch hier und ich nenne das jetzt auch hier im Video Olympus, weil das ist ja auch von Olympus noch gemacht worden oder hergestellt worden und vertrieben worden. Und genauso auch das Objektiv. Also ich weiß ja, dass der Name sich geändert hat, aber wir sprechen jetzt mal, also ich spreche jetzt mal mit euch eben hier über das System, was ich halt hier benutze. Und zwar geht es jetzt ja hauptsächlich um Wildlife, also Tierfotografie. Und nicht jetzt um Porträt oder Streetfotografie oder auch sonst was hier, Landschaft, sondern dann hätte man auch eine andere Ausrüstung. Jetzt geht es hier eben mal rein, ja, um Wildlife. Gut, da ist natürlich die Frage, wie steht jetzt mein System gegenüber den anderen? Wo sind da die Nachteile, Vorteile? Würde ich mir dieses System nochmal. Ja, gut, also. Ich kann es natürlich gleich schon sagen, ich würde nicht wechseln. Aber jetzt erstmal so zu den Fakten und alles. Also, wie gesagt, ich habe mir jetzt mal die Kamerahersteller rausgesucht. Wie gesagt, Canon, Nikon und Sony, das sind ja somit die Hauptkonkurrenten, sage ich mal. Und die spielen alle jetzt in derselben Liga. Ich habe mir jetzt welche rausgesucht, möglichst mit Batteriegriff, damit eben das auch alles gleichmäßig ist, weil ich möchte nur eine Kamera haben, wie gesagt, mit festem Batteriegriff, weil ich das als sehr, ja, für mich sehr gut finde. So habe ich immer eine gute Stromversorgung. Die Sony ist die einzigste. Ich habe hier die 1 genommen. Die hat ja keinen festen Batteriegriff. Da müsste man wohl einen zukaufen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen gibt. Aber wie gesagt, die anderen, das ist einmal die Canon R3 und jetzt die neue Nikon Z9. Die haben alle einen festen Batteriegriff. Finde ich persönlich, wie gesagt, immer besser, weil die Batterien sind immer drin und das System ist geschlossen. Und an die Größe der Olympus habe ich mich total gewöhnt, muss ich sagen, weil sie einfach super in der Hand liegt. Sie passt halt zu dem Objektiv. Also da möchte ich keine kleinere Kamera haben und deswegen ist das alles, also wie gesagt, für mich genau richtig für meine Hände, ob hoch oder quer Format. Also es ist super, ihr könnt die Kamera richtig gut greifen, für meine Hände genau richtig. Also da wunderbar. Ja, was jetzt zu den neuesten, ich glaube jetzt die R3 von Canon war das und die Nikon Z9. Mega Kameras, also wirklich mega Dinger. Da haben die richtig was rausgehauen, also freut mich auch für die Nikon und Canon-Fans. Die haben jetzt schöne Kameras, die sie sich dazulegen können und werden auch bestimmt viel, viel Spaß mit diesen Teilen haben. Von der Qualität her würde ich mal sagen, nehmen die sich alle nichts, weil auch die Olympus natürlich top verarbeitet. Und damit könnt ihr Nägel in die Wand einschlagen. Also das ist wirklich vom Feinsten. Und ich habe die anderen Kameras zwar noch nie in der Hand gehalten, aber das glaube ich blind, dass die alle top sind. Also da braucht man gar nicht drüber streiten oder irgendwas sagen. Die spielen alle qualitativ in derselben Liga und sind die Prädatoren in ihrem Bereich, ne? Also ganz toll. Ja, also wie gesagt, das geht jetzt um diese Kameras und erstmal selber um die Kamera, jetzt noch nicht um die Objektive. Da kommen wir dann gleich zu. Die Kamera ist natürlich klar, Olympus hat hier den kleinsten Sensor, wissen wir, MFT. Ist natürlich den anderen Sensoren unterlegen. Das ist auch so. Aber ich jetzt persönlich habe hier noch nie festgestellt, dass ich hier irgendwie große Probleme habe, auch wenn es dunkel wird, dass ich dann ja, gleich die Koffer packen muss sozusagen, sondern ich konnte auch meine schönen Fotos machen. Es war immer ausgenügend Licht für mich da. Ja, und wenn das Licht natürlich weg ist, jo, dann packe ich eben den Koffer, ne? Okay, wird der Rucksack gepackt und tschüss. Ja, was kann man noch zu dieser Kamera sagen hier? Also, sie hat mich ja nie im Stich gelassen. Autofokus ist schnell, wie bei den anderen auch. Der Vogel AF, also diese Vogelerkennung, habe ich auch so ein bisschen besser im Griff. Also ich weiß,
eigentlich, wie es funktioniert. Also wenn ich da Probleme habe oder so, dann einfach mal einen Auslöser kurz loslassen, einfach nochmal leicht antippen, kriege ich sofort wieder die Vögel eingefangen. Und wenn er dann die Vögel mal wirklich hat und trackt, dann hat er die auch. Also das schafft die Olympus also auch. Also damit kann ich absolut leben. Das ist jetzt also für mich jetzt kein Grund, hier jetzt die Kamera zu verteufeln. Ich würde eher sagen, das ist ein Software-Update. Wenn die Entwickler das mal ein bisschen gerade ziehen sollten, würde ich mich freuen. Jetzt geht es natürlich auch darum, hieß ja irgendwie die neue Wow-Kamera oder was weiß ich, die von Olympus kommt. Und ja, was wird sich da verändern? Oder was hoffen die Leute, was sich verändert? Ich habe mir für mich meine Gedanken gemacht und mir persönlich wäre lieber, sie würden nicht versuchen, diesen Megapixel-Wahn jetzt auch hier zu vollziehen und versuchen auf, naja gut, 24 Megapixel wird mir nichts bringen, sage ich mal, dann 30. Wenn nicht schon, dann 30. Und ja, die andere Seite wäre ja dann wiederum, dass das ISO-Rauschen ja zunehmen würde. Davon gehe ich einfach mal aus. Deswegen wäre mir eigentlich lieber 20,4 Megapixel jetzt, wie sie hat, kann sie gerne weiterbehalten und dann lieber am ISO-Rauschen was basteln. Wenn sie natürlich beides können, okay, dann nehme ich gern beides mit, klar. Aber so wäre mir eigentlich das lieber ein bisschen im ISO-Rauschen, den Sensor ein bisschen besser zu machen. Und die Megapixel, also das wäre mir, also 20,4 Megapixel, muss ich sagen, reicht für mich. Bis jetzt total habe ich also keine Probleme mit dem Sensor oder mit der Auflösung weiter zu fotografieren. Wo der größte Nachteil eigentlich von dieser Kamera ist, wo sie wirklich in dem Sinne Krücke ist gegenüber den anderen Kandidaten, ganz klar der Videobereich. Wie kann das sein, dass so eine Kamera nur mit 4K 30p maximal aufnimmt? In der heutigen Zeit geht das um gar nicht. Und normalerweise von der Geschwindigkeit könnte die das auch. Also das kann mir keiner erzählen, dass die hier nicht 4K 60, sogar 4K 120p machen könnte oder müsste. Weil wir haben hier einen kleinen Sensor drin und ein kleiner Sensor ist wesentlich leichter auszulesen und als Vollformatsensor. Ja, der ist wesentlich größer, da klappt es ja auch. Also ich kann nur hoffen, dass es irgendwann hierfür mal einen Nachfolger gibt oder für ein Software-Update, ich weiß nicht, der eigentlich genau die gleiche Kamera, eben nur mit 4K 120p. Das wäre also mein absoluter Traum. Sonst könnte die Kamera hier bleiben, wie sie ist. Also ich habe an der so nichts auszusetzen. Sie ist zuverlässig, eine ganz tolle Kamera. Absolut eine ganz tolle Kamera und ich würde sie mir auch jederzeit wiederholen. Also das ist absolut mein Favorit, diese Olympus. Ja gut, also wie gesagt, das ist die größte Schwäche von dieser Kamera, eben der Videobereich. Der ist wirklich nicht gerade der Hit. Und das können die anderen drei wesentlich besser, also teilweise mit 8K, ne? Also das ist ja Hut ab, ne? Da muss man wirklich den Hut ziehen, wie was da die Kamerahersteller da geliefert haben. Und finde ich auch gut so. Ich finde auch gut, dass sie das alles vorantreiben. So wird jetzt auch der neue hier Besitzer von Olympus ja auch ein bisschen ja, getrieben, ne? Damit er auch jetzt ein bisschen mehr Gas gibt und nicht nur neue Objektive auf den Markt bringt, sondern eben, wie gesagt, auch neue Kamerabodies. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu den Objektiven. Wie sieht es denn da aus? Also wie ihr wisst, liebe ich ja Zoom-Objektive. Und da ist für mich dieses Zoom hier absolut unerreichbar, auch von den anderen Herstellern. Canon, Nikon und Sony haben ja Megalinsen. Ja, also wenn man mal guckt hier, Nikon hat zum Beispiel auch ein Zoom, hier 180 bis 400 mm und auch mit einem internen Konverter, muss mal gucken, ja 1,4 internen Telekonverter drin, auch tolles Objektiv, aber eben maximal nur 180 bis 400 mm. Und wie gesagt, hier kommen wir auf Vollformat gerechnet auf 300 bis 800 mm, sprich mit dem eingebauten Telekonverter hier kommen wir auf 1000 mm. Und Leute, das ist absolut der Hammer. Und das schafft hier keins von diesen Objektiven. Und das ist ja, wie gesagt, auch noch ein Zoom. Und ein Zoom hat eigentlich das Sony auch noch. Ihr habt auch hier ein, muss ich selber mal gucken, das Sony hat dieses 200 bis 600 mm.
aber eben Lichtstärke 5,6 bis 6,3. Hier habe ich durchgehend 4,5. Mit zugeschalteten Telekonverter durchgehend 5,6. Also top, absolut top. Also deswegen, dieses Objektiv ist für mich ja einfach super. Das haben sie super gebaut, das ist super robust. Es kann in der Liga der anderen Objektivhersteller, ne, und Kamerahersteller natürlich auch mithalten, absolut. Also da braucht sich Olympus hier nicht verstecken. Wahnsinn, ein ganz tolles Objektiv. Ja, jetzt ist ja natürlich die Frage, für welches System entscheidet man sich? Möchte man Vollformat? Da tendieren ja viele zu, und für mich ist das immer noch keine Frage zu wechseln. Könnte ich, warum nicht, wenn ich es haben möchte, mache ich aber nicht, weil für mich hat diese ganze Auswahl, warum ich praktisch ja dieses System genommen habe, gibt es eigentlich zwei Kriterien. Das eine ist Kompaktheit und Qualität. Was möchte man jetzt? Ich setze Kompaktheit eben hoch. Mein System muss kompakt sein, aber in super Qualität natürlich. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie kompakt, gibt es ja auch Handy, ist auch kompakt. Aber das kommt natürlich an die Qualität hier von Olympus nicht ran. Deswegen also kompakt, aber in einer Top-Qualität. Und da ist für mich Olympus absolut der Hersteller, den ich also bevorzugt habe. Während wenn ich jetzt die absolute Qualität im Bild und Kompaktheit nicht ganz so wichtig ist, ja, dann kann man Vollformat nehmen. Da kommen wir auch gleich zu, was das mit sich bringt. Weil dann hat man natürlich den großen Sensor, klar. Aber man hat auch große, teure, schwere Objektive. Und die Kameras, die gehen so eigentlich. Die nehmen sich alle nicht so im Bereich, so um ein Kilo. Also hier 970 Gramm wiegt hier die Olympus. Und die Nikon zum Beispiel hat 1,34 Kilo mit Akku und Speicherkarte. Also das ist der größte Brocken. Ist natürlich auch schon ein kleiner Unterschied. Aber wenn wir jetzt die Objektive mal zurechnen, dann hört sich das schon ganz anders an. Also hier komme ich auf, muss mal gucken, 2,872 Kilo. Wenn ich das beide hier zusammen mache, jetzt mit Neopren und so weiter etwas über 3 Kilo, 3,1 Kilo hin und her. Wie gesagt, mit Neoprenschutz, mit meinem Filter, Schutzfilter, den ich drauf habe, mit den beiden Akkus, Speicherkarte, also komplett so, wie ich praktisch losziehe, komme ich hier auf knappe etwas über 3 Kilo. Ja, ist auch viel, aber es ist wenig, wenn man sich mal die anderen Kandidaten anguckt. Sony würde liegen bei 2,82, aber wie gesagt, da ist kein interner Batteriegriff mit dabei. Das ist also jetzt nur das Gehäuse, wäre jetzt ein Batteriegriff mit dabei, wäre das auch über 3 Kilo. Also das würde da in dem gleichen Bereich kommen. Aber dann würde das hier abgehen. Also wenn ich mir zum Beispiel mal die Nikon angucken würde mit dem 800er, da habt ihr 5,9 Kilo. Nur das, 5,9 Kilo bei Nikon. 800er. Und eben die neue Nikon Z9. Also das sind schon knappe 6 Kilo. Und das ist schon eine Hausnummer. Und wenn wir uns hier auch Canon angucken, die hat zum Beispiel das 800er Canon, wiegt 5,5 Kilo, also mit Kamera. Das Objektiv wiegt 4,5 Kilo. Wahnsinn. 4,5 Kilo und die Kamera wiegt ja etwas über ein Kilo, da kommt ja auch 5,5 Kilo. Also auch schon ganz schöner Backen, ne? Was ihr da schleppen müsst. Und wenn ihr das Canon 400mm 2,8 nehmen würdet, immer jetzt gerechnet mit der R3, dann liegt ihr knappe 4 Kilo, 3905 Gramm. Also 3,9 Kilo. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Das muss man erstmal alles schleppen. Und dann, ich werde die Liste auch mal einblenden, dann könnt ihr das auch selber angucken. Also das sind wirklich, ja, Gewichte. Und ich habe mir ja auch die Kamera oder hier, die Werbung angeguckt von Nikon. Ganz toll, das war so eine Thailänderin. Die lief ja im Urwald rum, die junge, nette Dame, zierliche Person eigentlich. Und die lief mit der Nikon Z9. Und nach meiner Meinung war das 800er, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es war das 800er. Und ja, da, wie gesagt, da kommt die auf knapp 6 Kilo. Und jetzt muss man aber noch bedenken, sie hatte noch ein Stativ. Und auf dem Stativ war noch, muss man mal gucken, diese Affenschaukel drauf. Und
kennt ihr ja diese Wippe, ne? wo das Objektiv raufkommt, damit ihr dann eben so einstellen könnt. Also ich schätze mal, das zwischen 8 und 10 Kilo insgesamt hat das alles gewogen. Und sie lief da fleißig durch den Urwald, ne? So Spaß haben beim Fotografieren hin und her, aber wo ist denn der Rucksack geblieben, wo das alles reinkommt? Die hat sie auch nicht mitgetragen, hin und her und. Das ist halt Werbung. Ne? Es suggeriert uns, es zeigt uns, Mensch, ist toll, wir flitzen durch die Gegend, fotografieren. Aber wenn ihr das erstmal alle schleppen müsst, dann werdet ihr euch wundern, wie schwer das ist. Das ist ja, selbst das ist schwer, wenn ich loswandere mit meinem Rucksack, dann merke ich auch jedes Kilo und bin froh, wenn das eigentlich alles nochmal um 3-4 Kilo leichter wäre. Obwohl ich schon relativ leicht unterwegs bin. Und deswegen ist es für mich eben nie eine Alternative gewesen, weil ich weiß, dass das Gewicht meinen Spaß kaputt machen würde. Also ich bin nicht der Fotograf, der also wirklich die höchste Qualität dann will und renne damit los und quäl mich, sondern ich möchte ein kompaktes System lieber haben und wie gesagt, dann verzichte ich eben auf diese höchste Qualität. Aber mit der Qualität, was ich da bekomme, bin ich absolut zufrieden. Absolut. Wie gesagt, ich packe ja auch die Bilder mal rein, dann könnt ihr mal sehen, wie die Dame da dieses schwere Objektiv schleppt mit der Nikon und wie sie da fotografiert. Das ist so ein Bollermann, ne? Also wenn sie da fotografiert. Das ist Wahnsinn. Denn wie gesagt, da wirkt das hier wie so ein Zwerg hier. Und man muss ja auch mal, oder sagen wir mal, das Mindeste, was man an Gewicht ja mit zurechnen muss, ist ja nicht nur jetzt Objektiv und die Kamera. Ihr müsst ja auch mal den Rucksack rechnen. Den rechne ich roundabout, sage ich einfach mal 2 Kilo, obwohl das vielleicht sogar zu wenig ist, aber sagen wir mal 2 Kilo. Weil für so eine große Linse, ne, mit Kamera und so weiter, könnt ihr keinen kleinen Rucksack nehmen für die Städtefotografie oder so. Und dann da müsst ihr schon mehr mitnehmen. Also, sag ich mal, roundabout 2 Kilo. Stativ mit Kugelkopf und so weiter bin ich auch mal großzügig. Rechne ich nur mal 2 Kilo. Wird wahrscheinlich auch mehr sein, aber nehmen wir mal 2 Kilo. Ja, dann, wenn wir uns das mal angucken, wo es da hingeht, das sind dann, wie gesagt, da liegt ihr zwischen 7 bis 10 Kilo. Nur dafür. Und wenn ihr jetzt aber noch ein zweites Objektiv mitnehmen wollt, ihr möchtet noch Licht mitnehmen, kleines Zubehör, ihr müsst ja auch mal an euch denken, ihr braucht also Wasser, ihr braucht was zu essen, vielleicht noch Klamotten mitnehmen, der Rucksack wird immer voller, Filter vielleicht wollt ihr auch mitnehmen, wer weiß, was noch alles reinkommt. Und dann habt ihr euren Rucksack so vollgepackt, dass ihr schon gar keine Lust mehr habt, loszuziehen. Wenn ihr einen Ansitz macht, braucht ihr vielleicht so ein Tarp oder so ein Zelt, eine Isomatte. All sowas, das müsst ihr alles mitschleppen. Und wer jetzt alleine durch die Gegend rennt, so wie ich, da bin ich froh, wenn ich da ein bisschen Gewicht mal so aussortieren kann. Ne? Ich schleppe mir auch schon einen mit ab, mit dem ganzen Kram. Ne? Und da muss man das mal wirklich so machen. Füllt euch mal euren Rucksack mit dem Equipment, was ihr haben möchtet. Und dann schmeißt wegen mir Wasserflaschen rein, dass ihr ungefähr auch auf das Gewicht kommt. Und dann rennt mal mit dem Rucksack draußen eine Stunde durch die Gegend. Eine Stunde, das müsst ihr gut rechnen, weil egal, wohin, eine halbe Stunde zum Spot hin, eine halbe Stunde zurück, das ist ja wenig gerechnet. Ne? Ich laufe manchmal 3 Stunden und bin fix und fertig, wenn ich wiederkomme. Die 3 Stunden muss ich auch zurücklaufen. Also das ist alles so eine Sache und da kann ich nur sagen, das sollte man echt mal ausprobieren, damit man mal weiß, worauf man sich einlässt. Gerade wie gesagt, Tierfotografie, Wildlife ist ja mit das Größte, was es gibt. Ne? Ihr habt die größten Objektive, meist die größten, schwersten Kameras und, das ist ja alles groß. Wenn ihr Landschaftaufnahmen macht, ist zwar in dem Sinne auch schwer eine Kamera oder das euer Objektiv, aber ihr habt nie solche riesen Linsen. Damit macht ihr ja keine Landschaftaufnahmen oder Porträtaufnahmen. Das ist vielleicht Maximum 135er oder so. Ne? Aber das, wenn ihr Wildlife macht, habt ihr immer die höchste Kategorie. Ihr greift immer in die höchste Schublade und müsst also, wie gesagt, die größten Rucksäcke haben. Ihr habt das schwerste Objektiv, Kamera und das ist alles ein bisschen mehr halt, ne, von allem. Und deswegen ist das immer so eine Sache und man freut sich dann, wenn man wirklich wenig zu schleppen hat. Ganz einfach. Also mir wird es die Freude nehmen, oh, Entschuldigung, glaube ich, ins Mikrofon gekommen. Mir wird es also die Freude nehmen, wenn ich jetzt mehr schleppen müsste. Das möchte ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Und deswegen, wie gesagt, würde ich mich immer wieder für dieses System entscheiden. Immer wieder. Ist für mich alternativlos. Ich verzichte das, überlasse das den Hobby, semi-professionellen Fotografen, den Profis hin und her, wer einfach Spaß hat dran, ist ja alles wunderbar, aber
das ist für mich einfach zu viel. Und deswegen war das für mich also nie eine Alternative, mir da jetzt, oder mein System jetzt zu wechseln, nur weil jetzt Olympus zum Beispiel auch einen anderen Namen gekriegt hat. Das interessiert mich auch nicht. Hier geht es rein rum, ich habe ein super Objektiv bekommen und eine tolle Kamera. An der Kamera kann man was machen, klar. Da ist noch nicht Ende der Fahnenstange, am Objektiv selber ist super gelungen. Das ist einfach einzigartig und dafür muss ich auch Olympus immer noch danken, dass sie das wenigstens noch rausgebracht haben. Super. Also da muss ich sagen, ganz, ganz toll. Ja, so ist das eben. Also man muss sich das vorher überlegen, was man da vorhat. Es nützt ja auch nichts hier so eine Canon R5, super Kamera, ich weiß nicht, 45 Megapixel, ne? Ich glaube, ne? Ja, 45 Megapixel. Wenn man so eine Kamera hat und dann hat Canon ja auch diese Luftpumpen da vorgestellt, ne? 800 mm feste Blende von 11 und ich glaube 600 feste von 8, glaube ich, war das. Das sind diese, die so ausgezogen werden. Also, das ist ja bald schon eine Beleidigung, wenn er R5 hat, wenn man sich sowas ranschraubt. Also, das kann man jetzt nicht vergleichen mit diesen Premium-Objektiven. Tja, also so ist das halt. Ne? Ein Tod müsste ja sterben und es ist nicht einfach, sich zu entscheiden, was man möchte. Und bevor man das Geld in die Hand nimmt, ne, gut, man kann es ja auch gebraucht irgendwo kaufen, würde ich sowieso dann machen da, aber sich einfach mal Gedanken machen, ob man ja, bereit ist dafür, ne? Ob man da wirklich Lust hat, ob das Hobby einen so fixt, dass man das alles in Kauf nimmt. Weil, wie gesagt, ihr könnt nicht mit dem Auto immer zum Spot fahren, ihr müsst da teilweise richtig lange laufen. Und dann habt ihr das alles auf dem Rücken und dann geht's los und, dann, und den ganzen Weg zurück. Also, ja, wie gesagt, selbst bei diesem kleinen System hier muss ich also auch ganz schön schleppen. Und da ich jetzt nochmal so ein bisschen ansetzen möchte, weil da fehlt mir immer so ein bisschen die Geduld, bin ich jetzt auch dabei, habe mir jetzt eine Isomatte mal bestellt, mal sehen, wie gut die ist, damit ich mich auch mal hinlegen kann. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann nochmal ein Zelt, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe ja noch meinen Tarnanzug und so weiter, das langt vielleicht erstmal. Aber da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr machen. Und ja, da habe ich mir jetzt den Spot angeguckt gehabt. War ich auch über eine Stunde, ein Weg, den ich gelaufen bin und über eine Stunde wieder zurück. Und ja, da war ich froh, dass ich also hier ein relativ leichtes, kompaktes System habe. Und deswegen ist für mich also Kompaktheit ganz oben. Und ich bin froh, dass ich also, wie gesagt, mich für so ein kompaktes System entschieden habe und dadurch auch mein Hobby auch mehr betreiben kann. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, die Beleuchtung ist jetzt nicht ein bisschen zu viel gewesen. Ich wollte noch ein bisschen Weihnachtsstimmung bringen. Ist zwar noch nicht Weihnachten, jetzt haben wir ja erst November, aber trotzdem dachte ich mir, machen wir ein bisschen Licht hier noch an. Ja, gut, dann, wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Alles klar. Ciao.